Hallo, ich grüße euch total recht herzlich. Ihr hört da ein Tackern, ihr seht es nicht, aber ich bearbeite gerade das alte System. Das alte System von Herrn Edison. Kennt ihr den noch? Ja. Herr Edison hatte die Idee und heute machen wir natürlich keinen Schmalfilm mehr. Wir haben auch keinen Zelluloid mehr. Wir drehen halt keine Filme mehr. Mit natürlich. Wir drehen Filme elektronisch mittlerweile. Sogar die besten Blockbuster waren auf einer Festplatte, die dann ins Kino und dann wurden die dort abgespielt. So, Zelluloid gibt es nicht mehr, es gibt kein Filmmaterial mehr, aber ich schaue hier gerade hin, was ihr nicht seht. Ich bearbeite gerade hier einige Stunden Film und bedanke mich auch für den Auftrag. So. Dieser Videoclip hat einen Inhalt und ich begrüße euch total recht herzlich und vor allen Dingen die Hater und diese Störenfriede. Warum, wieso, weshalb? Nein, ist halt so. Das ist die neue Zeit, the new way of. Ja? Die Frage lautet nur, wohin gehen wir? So, wir haben auf einer Seite ganz viele YouTuber, die wegen Corona die Kamera vor der Kamera und dann gesprochen, wieso, weshalb, warum. Wegen Corona. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird immer irgendeine Krankheit geben, auch vielleicht eine Massenkrankheit. Es wird immer etwas geben. So, wir sind ja hier in der Welt der Elektronik. Es werden also keine Zelluloid oder ähnliche Millimeter an 08, 08, 35, 72 Millimeter. Nein, doch einige vielleicht, aber da sind die ganz groß. So, wir leben alle hier im Wahn von digital. Ist ja klar. Und ich gehe mal wieder auf meine Lieblingssequenz TikTok. Ich weiß nicht, was jetzt wieder geschieht, weiß ich nicht. Ich drücke aber drauf. Ich finde es klasse. Ich weiß nicht, wer es ist. Ach ja, schön für euch heißt das Lied. Ich weiß nicht, ob Cutterfield es ist. Seht ihr eben. So, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Das hier ist das neue Leben. Das hier ist digital. Wir leben digital. Wir unterhalten uns digital, wir senden Botschaften über WhatsApp, SMS kaum noch, MMS auch kaum noch, wenn überhaupt WhatsApp, TikTok und so on. So, natürlich auch bei Facebook. Wir sind jetzt hier bei YouTube und ihr seid bei meinem Kanal und ich versuche euch gut zu unterhalten mit Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ich weiß, Wahrheit ist langweilig. Aber die Wahrheit ist nun mal da. So, wir arbeiten, wir versuchen zu gestalten, wir sind, was wir sind. Und was ich jetzt sage, ist leider, wir sind um die 40 Millionen Deutsche hier in dieser Bundesrepublik und mindestens über 45 Millionen Zugereiste aus aller Welt. Und darum stelle ich jetzt hier die Frage, warum geschieht das Ganze jetzt hier, wenn wir doch schon in der Minderheit sind. Wir Urdeutschen sterben aus, werden immer weniger. Viele Frauen heiraten, ausländische Personen werden vielleicht sogar ausländisch, nehmen also das an, was der Ehegatte an Nationalität aufweist. So, wenn die Deutschen weniger werden, also die Urdeutschen weniger werden und diese 16 Bundesländer irgendwann mal mehr an zugereiste Menschen hat, warum regen wir uns dann auf? So, dieses deutsche Land, was Deutschland heißt und 16 Bundesländer einen Vertrag hat und es hat halt am 8. Mai 1945 endgültig die Waffen niedergelegt. So, ein Waffenstillstand wurde ausgehandelt. Die Waffen schweigten. Mehr ist nicht passiert.
Die Waffen schweigen hier in diesem Deutschland, 16 Bundesländer und alle Menschen kommen auf eine Art gut klar. Jetzt sind wir digital. Digital. Wir sind jetzt eine Welt. Wir sind the World Wide Web. Im Internet. And so on. Cool. Wir sind also online. Hiermit geht es schneller, wenn man natürlich auch auf einen Computer adaptieren, aber das ist halt schneller mit draufdrücken.